Ja, das ist bereits das zweite Mal das Jahr, wo wir einen sehr hohen Wasserstand haben am Greifensee. Das bedeutet für uns, dass wir in Zusammenarbeit mit der Stadtpolizei Uster in regelmäßigen Abständen Kontrollen durchführen, notwendige Uferabschnitte oder Gehwege absperren, sodass dort niemand sich ins Wasser begeben kann. Ja, das ist richtig. Wir finden uns in der Gefahrenstufe 4. Sehr grosse Gefahr. 436 Meter und 35 cm über Meer. Wir haben das bereits um 3 cm jetzt überschritten. Das Ziel ist, dass man dann wieder unter die Gefahrenstufe 3 kommt, also unter 436 Meter über Meer. Und dann können wir dort wieder ein bisschen zurückstecken. Wir werden die Patrouille aufrechterhalten. Das nicht nur morgen, sondern auch dann auch bis, wenn es wieder runtergeht. Und entsprechende Vorkommnisse aktenkundig vermerken und falls nötig in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr dann eingreifen. Also für uns heisst das konkret aktuell weiter die Wettersituation beobachten, auch immer wieder Kontrollen durchführen hier am Greifensee in der Ufergegend. Aber im Moment ist der Pegel noch nicht ganz so hoch, dass es da zu Komplikationen kommt mit diesen Gebäuden unmittelbar in Seenähe. Das ist richtig. In der Meer ist stark gelandet vom Ustermer Triathlon 2021. Stand der Dinge per jetzt findet der Triathlon statt am Samstag und dann vor allem der Hauptanlass am Sonntag. Wir werden das morgen gegen die 11 definitiv entscheiden, aber es sieht gut aus.